Herzlich willkommen zu einem kleinen Videotest des Realme 6. Diese Aufnahme hier zeichnen wir in Full-HD-Auflösung mit 30 FPS auf. Das ist so ziemlich die Standardauflösung, die man verwendet, um mit seinem Smartphone Videos zu machen. Das Realme 6 hat kräftige Farben und auch eine gute Schärfe und auch der Fokus funktioniert zufriedenstellend. Die Videos werden auch stabilisiert, allerdings ist die Stabilisierung wirklich nicht so gut, wie sie zum Beispiel bei dem 6 Pro gewesen ist. Und ich denke auch, dass die Redmi Note Modelle von Xiaomi hier nochmal etwas besser stabilisieren. Allerdings kann man bei dem Preis des Smartphones auch nicht wirklich darüber meckern, denn die meisten Konkurrenten haben überhaupt keine Stabilisierung in diesem Preisbereich. Wer einen größeren Bildbereich einfangen möchte, der kann auch die Ultraweitwinkelkamera verwenden. Die Ultraweitwinkelkamera ist allerdings deutlich weniger hochauflösend als die Hauptkamera. Das heißt, man bekommt immer noch gute Farben und auch einen deutlich größeren Bildwinkel geboten. Allerdings ist die Detailzahl doch wirklich stark eingeschränkt. Wer Aufnahmen mit besonders viel Details aufzeichnen möchte, hat allerdings die Möglichkeit, zur 4K-Auflösung zu wechseln. Das hier ist eine 4K-Aufnahme des Realme 6 und auch hier zeigt das Smartphone eine gute Schärfe und eben noch mehr Details. Was man allerdings anmerken kann, ist, dass es hier keine Stabilisierung gibt. Das ist allerdings normal und stabilisierte 4K-Aufnahmen bekommt man eigentlich nur bei Smartphones jenseits der 300 Euro. Wer Aufnahmen mit besonders viel Bewegung aufzeichnen möchte, für den hat Realme auch eine 60 FPS Option am Start. Die 60 FPS Aufnahmen werden in Full-HD Auflösung aufgezeichnet und haben, wie gesagt, mehr Bilder pro Sekunde. Daher eignen sie sich für Aufnahmen mit schnellen Bewegungen. Und was hier wirklich, wirklich überraschend ist, ist, dass das Smartphone auch die 60 FPS Aufnahmen stabilisiert. Das hat es bisher im Preisbereich unter 200 Euro noch nicht gegeben. So, und hier haben wir dann abschließend eine Aufnahme mit der Selfie-Kamera. Die Selfie-Kamera löst maximal in Full-HD Auflösung auf und hat auch hier eine kräftige Farbdarstellung und eigentlich eine gute Schärfe für diesen Preisbereich. Was bei Realme sehr cool ist, ist, dass bei jedem Smartphone, egal wie günstig es ist, eine Bildstabilisierung bei der Frontkamera vorhanden ist. Also kann ich herumlaufen, während ich mit der Frontkamera Videos aufzeichne. Das ist ebenfalls eine Sache, die man in diesem Preisbereich nur bei Realme bekommt. Eine zweite Frontkamera wie bei dem Realme 6 Pro gibt es hier natürlich nicht und es gibt ebenfalls auch keinen Telefotosensor. So, ihr könnt uns gerne sagen, was ihr von der Videoqualität des Realme 6 haltet, ob es das Zeug hat, es mit den Xiaomi Redmi Note Modellen aufzunehmen. Und hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Wenn ihr Testfotos von dem Smartphone sehen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne auf den Link unter dem YouTube-Video klicken. Dann kommt ihr zu unserem Testbericht und da sind auch Testfotografien. Macht's gut und liebe Grüße. Tschüss.